So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier kommt jetzt der zweite Teil vom Star Wars X-Wing Allianz Mod Overhaul Installationsanleitung. Und zwar, ich habe jetzt X-Wing Allianz nochmal komplett runtergeschmissen, weil es ist ja mittlerweile die Rebellen Overhaul drauf gewesen. Jetzt kommen wir zum Installationsschritt für die imperialen Overhauls, wie Balance of Power, beziehungsweise X-Wing vs. TIE Fighter, oder was glaube ich für die meisten interessanter ist, die TIE Fighter Overhaul. Es wird wie gewohnt X-Wing Allianz installiert, GOG oder Steam oder CD-Version. Hier jetzt ganz wichtig, hier kommt der Unterschied. Bei Craftfates, hier Fontfix, Patch, hier lassen wir alles. Hier ist es ganz wichtig. Nicht Rebellen-Hangar und nicht Conquest, sondern hier Imperial Star Destroyer Hangar und Conquest. Der to zweite Todesstern hatte bei TIE Fighter oder bei Balance of Power, beziehungsweise X-Wing vs. TIE Fighter nichts zu melden, braucht man gar nicht aussuchen. Ist, glaube ich, auch nur ein Gimmick für die Leute, wo einen Todesstern-Hangar haben. Ich habe es noch nie ausgewählt, brauch's nicht. So. Hier gehen wir jetzt ein bisschen weiter runter. Und können eigentlich alles so lassen, wie es ist. Das Einzige, was ich nur immer wieder anpasse, ist hier der 90 km Supersternzerstörer. Und für die TIE Fighter spielt ja. Eigentlich, ich muss gerade überlegen, ich glaube zur Zeit von Schlacht am Hort, den kann man eigentlich bei Blau belassen. Hier lassen wir jetzt alles, wie es ist. So, installieren. Wieder GOG. 16.000. Ja. So, es installieren. Ich werde euch jetzt gleich den Unterschied zeigen. So, jetzt sind wir gleich wieder soweit. So. Jetzt schon mal den. Hier oben haben wir jetzt zum Beispiel Balance of Power. Da kann ich schon mal zeigen, wie es hier ist. Also haben wir hier den Ordner Imperial, muss hier eben alle Daten markieren und auch in den X-Wing Allianz Ordner einfügen. Da ist auch hier Missionsliste. Da gibt es mehrere Missionslisten sogar, die muss man dann anpassen, also umbenennen, also das Battle löschen, sodass da nur Mission List dran steht, damit es auch übernommen wird und kann hier raussuchen zwischen den ganzen Trainingsmissionen, Millie, Starship, Fear-Team etc. Ich weiß aber nicht, wie das mit dem Einzelspieler funktioniert. Also bei X-Wing vs. TIE habe ich eigentlich nur,
die Balance of Power Kampagne eigentlich interessiert, wo da auch sehr gut konvertiert wurde. Das ist eine. Die haben sogar automatisch eine BAT-Datei, wo die die Daten abspeichert oder ändert. Da müsstet ihr quasi dann Edit gehen und hier einfach den Pfad eurer X-Wing-Alias-Installation entsprechend anpassen, dann wird das automatisch umgeändert. Von der Mission List her, da muss man das nicht selber ersetzen, aber das interessiert uns ja nicht. Wir wollen ja TIE Fighter. TIE Fighter Conversion. So, ist gleich soweit. So, jetzt zeige ich erstmal den Unterschied von so. Man hört es schon an der Hintergrundmusik, dass hier die Melodie aus TIE Fighter läuft. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt einen neuen Piloten erstellt. Jetzt, da landen wir schon im Familientransporter, weil der Unterschied ist, hier werden die Originalmissionsdateien nicht überschrieben. Er hat eigene Missionsdateien für die TIE Fighter Overhaul erstellt. Jetzt, also für jeden Kenner von TIE Fighter müsste das hier bekannt vorkommen. Da sind auch die Räume fast am gleichen Fleck. Da unten ist der Schlachtraum, der ist aber jetzt noch nicht öffnenbar. Ich habe ja die Overhaul noch nicht installiert. Also wegen der Sache hier müsstet ihr eben auf den imperialen Hangar wechseln. Beim Setup, wie ich es erklärt habe. So, jetzt installieren wir die Overhaul. TIE Fighter Conversion 2.0. Da habe ich extra einen Missionsordner für mich gemacht, weil mich die Trainingsmissionen ein bisschen genervt haben. Also hier haben wir jetzt alle Ordner. Ebenfalls kopieren. Dann wieder in das Hauptverzeichnis von Star Wars X-Wing Alliance. Alles einfügen. Hier mal jetzt den Vorteil, dass die, ja, es geht eine Weile, ist fast ein ganzes, ja, 500 Megabyte. Ich werde die X-Wing Allianz Hacker-Exe noch holen. Das hackt quasi die 16-Bit. Change OS, Change FPS, Fix it clear. Oh, ach egal. Bin ich jetzt blind? Nee, da ist sie. Ja, ich habe alles. So, hier können wir zumachen, da brauchen wir nichts mehr. Jetzt warte ich aber erstmal, bis hier alles eingefügt hat. So. Zack. Zack. Mach wieder auf 30. Kann natürlich jeder so einstellen, wie er will. Muss halt den meisten klar sein, dass es höher nicht so unterstützt wird. Bei den TIE Fighter Cockpits, die sind nur bis maximal 16.000 bla bla optimiert. Hier bei der TIE Fighter Overhaul ist jetzt auch keine Pilotendatei dabei. Ich lade jetzt einfach hier Dark Sabers Pilotendatei. Halt, ne?
So, jetzt. Also das haben sie echt sehr gut animiert. Auch hier die alten Darstellungen. So, Tür auf Dati. Ja, die Hintergrundbilder sind halt nicht so übernommen worden, das weiß ich noch nicht, aber da gab es glaube ich auch keine für TIE Fighter. Und hier sieht man halt Gunboat Training, TIE Bomber, also die, wenn man als normaler Pilot eine eigene Pilotendatei erstellt, fängt man hier wirklich an mit den ganzen Trainingsmissionen aus TIE Fighter, Defender of the Empire, Battle of. Hier, also es müsst ihr kennen, Patrol Jump. Ich starte mal kurz. One TIE fighter from Alpha, Beta and Gamma squadrons will be out on patrol around Outpost B-34. Also It das is on müsste. scout for rebel forces that are fleeing from their base on Hoth. One TIE fighter from Alpha, Beta. Es müsste jedem von euch bekannt sein. Also sie haben auch das Cockpit sehr schön übernommen. Ja, hier können wir es natürlich auf X-Wings wechseln, was natürlich unrealistisch ist. So. Und wenn das Cockpit ein bisschen wackeln sollte, so wie ihr es jetzt unten gerade gesehen habt, das ist, weil ich die Auflösung eben manuell erhöht habe. Ja, das war's eigentlich schon. Den Spezialagenten bzw. imperialen Agenten als Figur gibt es hier drin nicht. Diese Anweisungen findet man dann meistens. Ich zeige es euch gerade. Den kann man hier leider nicht aufrufen. Also diese extra Anweisungen, wo ihr auf die Both ships will probably come under attack during this ja, hyperdrive delivery Bonusziele hinweisen sind alle dann meistens hier im Textfeld drin. Jo, das war's dann zu den Installationsschritten für die imperiale Seite der Overhauls. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt einigermaßen und wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Abend und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017.